Lepismium bolivianum. Ja, interessanter Name. Unser Hängekaktus, den haben wir jetzt auch schon eine etwas längere Zeit. Ich habe ihn beobachtet, nicht gegossen, denn er darf nicht so viel gegossen werden. Ob ich ihn heute gieße oder nicht, weiß ich noch nicht. Da werde ich nachher mal nachgucken, inwieweit das dann möglich ist. Denn sie mögen nicht ständig nass stehen. Da muss man so ein bisschen aufpassen. Das ist eine ganz heikle Sache in dem Sinne. Ansonsten eine pflegeleichte Pflanze. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ja, das heißt, wir haben eine neue Pflanze, um dementsprechend auch ein paar Sachen wieder auszuprobieren, was die Vermehrung auch angeht, ganz klarer Fall, die Pflege dementsprechend, dass wir das dann mitnehmen können im Laufe der Zeit. Wir sind eigentlich genügsame Pflanzen, aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, denn Sukkulente neigen in der Erde sehr schnell dazu, Wurzelfäule zu bekommen. Man muss ein bisschen aufpassen. Also hier ist weniger Gießen tatsächlich besser. Lieber mal trocken werden lassen und dann dementsprechend gießen. Unser Ficus elastica. Das ist eigentlich Melodies Bäumchen. Steht bei ihrem Kinderzimmer. Das war mal so ein kleiner Steckling gewesen. Und der wächst tatsächlich am allerbesten hier im Haus. Bei Melody im Zimmer. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber es ist Tatsache so gegeben. Steht auf der Fensterbank unter der Heizung. Sie bekommt also die volle Heizungsluft ab. Die Pflanze, die volle Heizungsluft. Und das macht ihr scheinbar gar nichts. Im Gegenteil, sie wächst richtig gut. Dass wir das mal so mitnehmen können. Das ist eine coole Sache. Gestartet haben wir das Ganze am 23.09.2019. Und am 2.12. haben wir sie hier hineingepflanzt. Also im Prinzip steht sie jetzt ja gut ein Jahr hier drin fast. Und Tatsache, ja doch, ist ja schon. Wir haben ja schon Dezember, lol. Ja, manchmal vergießt man das. Nee, ist so. Also sie ist wunderbar kräftig gewachsen, kontinuierlich bei 400 bis 500 Mikrosiemens gegossen und gedüngt. Ist eine coole Sache. So, wir werden heute Klimbim machen. Ihr seht schon, hier steht einiges rum. Wir wollen ein paar Updates machen. Auch hier bei dem Ficus elastica, eine ganz coole Sache. Da hatten wir vor kurzem das Wasser gewechselt und neu aufgefüllt. Und er verbraucht jetzt wieder richtig viel Wasser, was vorher nicht gegeben war. Und ich hatte hier Schimmelbelag drauf und ich habe hier dann auch Springschwänzchen mit reingepackt, Schwänze. Und seitdem ist Ruhe. Glasklar, auch die Oberfläche richtig schön, auch die Springschwänzchen kann man da oben drauf noch sehen. Allerdings ist es so, die Erfahrung habe ich jetzt schon gemacht, dass die Springschwänze irgendwann verschwinden. Und zwar dann, wenn sie keine Nahrung mehr finden. Also sie gehen nicht an die Pflanze und fressen die auf oder so, das passiert hier nicht. Sondern es ist Tatsache so gegeben, dass die Tierchen leider verhungern, wenn eben nichts mehr auf der Oberfläche in dem Sinne zu fressen ist für die Tierchen oder an den Wurzeln, dass dort irgendwas noch sich anhaftet oder so. Ist so. Ne? Ist Tatsache so. Also von daher ist, wenn man Springschwänze hat, sollte man sie kontinuierlich in dem Sinne behalten. Nicht kontinuierlich behalten, sondern gucken, dass man kontinuierlich dann dementsprechend die Springschwänze mal woanders hinbringt, damit sie auch wieder Nahrung haben. In der Erde sieht das natürlich anders aus. Da können sie längere Zeit leben, weil da sind ja organische Bestandteile, die sich zersetzen. Hast du nicht gesehen? Von daher leben die natürlich wesentlich länger drin als hier im Wasser, beziehungsweise auf dem Wasser in dem Sinne. So, das kurz als Einstieg. Ja, das ist eine wunderschöne, eine richtig hübsche. Aber wie gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir die nicht übergießen. Das ist ganz, ganz wichtig. Insbesondere, weil der Topf jetzt auch relativ groß ist. Ne? Wenn der einmal nass ist, also das, eine Woche reicht das mit Sicherheit aus, wenn nicht sogar zwei Wochen. Also da muss man wirklich aufpassen. Man kann ja auch nicht sehen, inwieweit die Feuchtigkeit hier unten drin noch gegeben ist. Doch können wir. Naja, sehen nicht, aber messen mit einem Seramis-Gießanzeiger. Ich glaube, ich habe keinen mehr. Wenn ich muss ich mal gucken, dass ich einen anderen irgendwo rausziehe und den dann hier reinstecke in die Erde. Nein, ich werde sie nicht ins mineralische Substrat überführen. Auf gar keinen Fall. Denn das wäre doch eine zu große Aktion bei solch einer Pflanze. Auch in der Handhabung schon alleine. Sind ja auch ein bisschen stachelig, nicht viel, aber so ein bisschen habe ich gesehen. Kleine Stechelchen sind da auch mit bei. Also das wäre von der Handhabung her überhaupt gar nicht möglich in dem Sinne. Wir werden sie aber vermehren und dann tatsächlich sie im mineralischen Substrat halten. Also die vermehrten Stecklinge dann dementsprechend. Dass wir das dann im Laufe der Zeit mitnehmen können. So, wir arbeiten das mal kurz ab, was hier steht. Und dann kommen wir zu dem neuen Schätzchen hier. Okay. Womit fangen wir denn jetzt an? Ja, wir werden nachher noch einen Brief lesen. Also ich werde ihn vorlesen. Oh, da bin ich gespannt drauf. So, die Peperomia. Watermelon, da gibt es auf jeden Fall ein Update von, ja gut, von allen, die hier stehen, logischerweise. Als erstes schauen wir uns das Schätzchen an hier. Das ist die Peperomia Raindrop, left and right. Also links und rechts siehst du diese kleinen Blättchen, die haben wir einfach mit reingesteckt. Und sie sind tatsächlich noch knackig. Die Pflanze wird bei 400 bis 500 Mikrosiemens gedüngt. Dementsprechend auch die Blattstecklinge in dem Sinne mit, um zu gucken, ob das funktioniert, weil das wäre eine coole Sache. Sowas kann man nebenbei einfach mal mitmachen, ne? Mitnehmen in dem Sinne, einfach mal ausprobieren, weil hier ist jetzt nicht tragisch, wenn die Blättchen kaputt gehen. Und von daher
können wir das mit beobachten. Dann kommen wir jetzt zu einem Schätzchen hier unten. Das ist unsere, das war die Orange. Die, übrigens, die beiden Geschwisterchen sind hops gegangen im Wasser. Ich habe sie voraussichtlich überdüngt. Ja, okay, im Wasser ist dann noch nicht ganz so einfach, in der Schale wohlgemerkt. Also ist jetzt aber auch nur interessant für denjenigen, der die Geschichte verfolgt hat hier. Das Schätzchen haben wir ja nur eingepflanzt. Es blüht schon. Ich halte mal meine Finger da, damit man sieht, wie groß das ist, ne? Klein, lol. Ist eine coole Sache, dass das so genial funktioniert. Das macht mega viel Spaß. Und dann kommen wir jetzt zu unserem Gummibaum hier. Er bekommt übrigens ein neues Blatt. Das wird vielleicht ein bisschen zu hell. Pass mal auf, ich ziehe mal just die Hose aus, damit wir das besser sehen können. Ist eigentlich ganz schön, wenn man das so im Zusammenhang hier machen kann und nicht jede Pflanze einzeln. Guck mal, wie wunderschön die Wurzeln jetzt wachsen. Also da ist schon enorm viel Wasser verbraucht in so kurzer Zeit. Ne? Das ist also schon recht interessant. Warum ist das so? Vorher hat sie nicht so viel Wasser verbraucht. Das ist so, weil sie jetzt mehr Licht bekommt. Sie steht also tatsächlich unter Zusatzbeleuchtung. Vorher stand sie abseits im Raum hier in der dunklen Ecke, mehr oder weniger. Und dort ist sie nicht viel gewachsen, hat auch nicht viel Wasser verbraucht. Und seitdem sie jetzt unter der Zusatzbeleuchtung steht, geht auch am hellen Fenster, ganz klarer Fall. Da läuft das auch. Das haben wir bei der Großen jetzt gesehen. Nur hier ist es ratsam, auf jeden Fall, wenn das auf der Fensterbank steht, etwas drunter zu stellen. Am besten Styropor oder Ähnliches. Ne? Das ist schon wichtig, damit also dort eine Isolierschicht drunter ist, wenn die Fensterbank kalt ist. Nicht, dass das zu kalt wird hier im Wasser und auch nicht zu heiß. Das heißt, wenn du jetzt eine warme Fensterbank hast, gibt es ja auch, ne, wenn du Heizung drunter hast, dann kann es sein, dass das Wasser zu warm wird. Also von daher auf jeden Fall was drunter legen, damit das Ganze isoliert ist. Das ist schon ganz wichtig. Ja, ist schon eine interessante Geschichte, dass es überhaupt funktioniert, einen Gummibaum in dem Sinne hier einfach mal so im Wasser wachsen zu lassen. Ne? Das ist schon eine richtig coole Geschichte und es funktioniert richtig genial. Also ich denke mal, das nächste Blatt, das jetzt herauswächst, wird wieder größer werden. Die anderen beiden Blätter, die zuletzt herausgewachsen waren, waren etwas kleiner. Von daher, ups, hoffentlich, wenn ich es umschmeiße, sollte das jetzt auf jeden Fall wieder besser laufen. So, es wird gleich auf jeden Fall abgedunkelt, damit sich hier keine Algen drin entwickeln, aber das kennen wir ja eigentlich schon. Ne? Okay. Trotzdem muss ich sagen, denn kann ja sein, dass heute mal ein neuer Zuschauer dazukommt und der das noch nicht weiß. Und von daher ist es schon ganz wichtig, das ab und zu mal wieder zu erwähnen. So, dann kommen wir zu den beiden, aber da muss ich das doch ein bisschen näher ranholen. Ja, kennst du die Pflanze noch? Das ist unser Philodendron Atom Sansibar. Eine wunderschöne Pflanze, auch die Butterpflanze. So, da haben wir den Steckling von abgeschnitten. Das werde ich heute allerdings nicht mehr zeigen, wie wir das gemacht haben. Ich zeige euch einfach mal, wie die Schätze jetzt hier im Wasser stehen. Wir sehen, linke Hand haben wir mittlerweile 1, 2. Und hier kommt schon die dritte Wurzel heraus. Und bei dem anderen Steckling tut sich momentan noch gar nichts. Das ist noch so, wie es, ja, tut sich halt nichts, ne? Ist so. Aber auch mal interessant mitzunehmen, dass das eine also schneller geht und das andere langsamer. Hier ist es allerdings so, wir haben hier einen Teil von einem etwas älteren, ja Holz kann man nicht sagen, von einem älteren Pflanzenteil im Prinzip mit abbekommen. Und voraussichtlich bilden sich dadurch dann die Wurzeln wesentlich schneller, als hier im Prinzip nur das krautige Stück in dem Sinne. Also da tun sich tatsächlich noch keine Wurzeln. Oh ja, müssen wir abwarten, wie es sich ja weiterentwickelt. Einpflanzen werden wir das noch nicht, das dauert noch ein bisschen. Lassen wir erstmal weiter wachsen. Allerdings müsste ich die eine jetzt düngen. Das heißt, ich muss sie separieren. Das ist schon ganz wichtig, sonst bekommt sie irgendwann Mangelerscheinung. Ich meine, im Moment geht es eigentlich noch. Sieht noch relativ gut aus, würde ich sagen. Ja, okay. Ich würde sagen, ein paar Tage warten wir noch. Durch Blattstecklinge im Wasser bewurzelt. Was Blatt, was wir jetzt sehen, was Blatt, lol. Das Blatt, was wir jetzt sehen, das große hier, dieses, ne, das, dort ist der Blattstiel abgefault im Wasser und lag dann mit im Wasser drin im Prinzip und ist auch bewurzelt. Und dann haben wir das Ganze hier einfach oben drauf gelegt, mehr oder weniger, anders ging das ja nicht. Und wir sehen, es entwickelt sich tatsächlich schon eine Pflanze. Das ging jetzt aber, wir hatten es letztes schon gesehen, aber da war das noch ganz klein gewesen. Da vorne, da so etwa, ne, da. Wurzeln sehen wir auch, die oben rauskommen, bedingt durch die Luftfeuchtigkeit, die halt gegeben ist unter dem Blatt. Die werden aber wieder absterben, das ist aber auch nicht tragisch, denn sie entwickeln jede Menge Wurzeln auch im Substrat. Und von daher ist das nicht so schlimm. Also es klappt tatsächlich auch, die Blätter einfach so zu vermehren in dem Sinne. Ja, okay, also geht es auch mit dem mineralischen Substrat. Ist eine coole Sache, dass das so funktioniert. Bei den anderen beiden werden sich auch Pflanzen entwickeln, allerdings jetzt noch nicht, weil die ein bisschen tiefer drin sind. Bis sie oben rauskommen, das dauert dementsprechend natürlich ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz, eine coole Sache, dass das so wunderbar funktioniert hier mit den
Peperomia Watermelon. Gut, die Blätter sehen nicht so schön aus, ist aber nicht so tragisch. Die hatten damals Verletzungen bekommen durch Transport, aber das ist egal. Das macht den Pflanzen gar nichts. Im Gegenteil, wir können sie tatsächlich vermehren. Und das auf eine so einfache Art und Weise. Ja, ob ich das Blatt abschneide oder nicht? Nee, im Moment noch nicht. Ich warte einfach, wie sich das weiterentwickelt. Ich denke mal, dass sich das seitlich rauswachsen wird und dann werden wir irgendwann das Ganze halt umpflanzen und dann dementsprechend auch ein bisschen tiefer setzen wieder, ohne das Blatt dann natürlicherweise. Okay. Peperomia variegata, die römisch. Pass mal auf, das Blatt sieht ja cool aus. Ne? Dann ist das nächste Blatt herausgewachsen, das ist dieses hier, das war dann grün. Und jetzt kommt das nächste, das ist dann im Prinzip das zweite Blatt nach der Variegata-Form. Wir sehen auf jeden Fall schon mal Flecken in den Blättern in dem Sinne, also helle Flecken. Und lassen Sie überraschen, ob das dann tatsächlich auch wieder eine Variegata-Form wird. Weil das wäre nämlich echt mega cool, wenn uns das... Ja, gelingen kannst du nicht sagen. Ich meine, wir tun ja nichts dabei. Das macht die Pflanze nur von alleine. Aber es wäre schön, wenn es tatsächlich so wäre. Denn das ist also eine mega hübsche Blattzeichnung. Die werden wahrscheinlich unterschiedlich sein, die Blattzeichnung, ganz klarer Fall. Und mal gucken. Das wäre nämlich echt eine richtig coole Sache, wenn uns das nicht gelingt. Wie sagt man das? Wenn wir Glück haben, dass das funktioniert in dem Sinne. Ne? Das wäre echt mega cool. Okay, das dann kurz zu unserer Variegata. Jetzt habe ich gerade die Lampe gedreht, damit ich das besser filmen kann. Und ich habe leider vergessen, dass ich hier was dran gehangen habe. Oh, 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 ja. Da unten liegt sie. Unsere Pilea peperomioides. Na toll. Also muss ich die erstmal wieder einpflanzen. Ja, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe es heute Morgen dahin gehangen. Und jetzt habe ich so einfach nach hinten gegriffen, gedreht. Blub. Tja, das Ganze verdreht. Okay. Das schaukelt eher. Okay, ich habe ihn wieder reingepottet. Ein Blatt ist abgebrochen. Mir ist zum Glück nicht passiert. Ja, so kann es manchmal gehen. Ne? Machst du nichts. Es ist so, wie es ist. So, da kommen wir jetzt zu dem Schätzchen hier. Hallihallo. Siehst du wohl. Guck mal, wie wunderschön diese Chili aussieht. Das ist so genial anzusehen. Richtig cool. Vor allem, wenn man überlegt, wie groß die ist. Ne? Wie gesagt, erst im Wasser... eine lange Zeit haben liegen lassen und dann haben wir sie eingepflanzt, nachdem sie Blütenknospen anfing auszubilden. Und dementsprechend können wir sie jetzt nochmal bestäuben. Hier nehme ich den Pinsel von der Orange, ganz klarer Fall. Ja, also ist eine coole Sache. Das macht mega viel Spaß. Und demnächst können wir das Ganze ja nochmal beobachten bei den Paprikas, wenn die geschlüpft sind. Inwieweit das dann funktioniert. Vielleicht klappt das da ja auch. Da werden wir auch so ein paar Pflanzen einfach mal in Untersätze reinlegen und mit Wasser drin. Etwas aufgedüngt und dann dementsprechend später eingepflanzt. Allerdings, wie gesagt, die anderen sind mir kaputt gegangen. Ich habe sie tatsächlich überdüngt. Ne? Einmal nicht aufgepasst und zack, bumm, passiert's. Aber ist nicht so tragisch, das war eh just for fun. Aber gut, dass wir das hier von den dreien haben mitnehmen können und weiter vor allen Dingen beobachten dürfen. Okay. Ist doch ganz schön, wenn man in Arbeitshöhe, in Augenhöhe arbeiten kann. Ich lese noch ab, ne? Lepismium bolivianum. Lepismium bolivianum. So, wir machen jetzt etwa 10 cm lange Stücke hier. Die schneiden wir einfach mit einer scharfen Schere ab. Ist am einfachsten. Ne? Kannst auch ein scharfes Messer nehmen, aber das ist dann so eine Hampelei. Von daher, guck mal, wie einfach das geht. Ich habe übrigens hier von der Handfläche, das sind so ungefähr 10 cm bei mir. Ne? Von daher ist das dann eine einfache Sache. Können auch ein bisschen länger sein. Spielt jetzt nicht so die große Rolle, aber nicht zu klein wählen das Ganze. So, ich werde das jetzt rundherum einfach mal machen, dass wir auch ordentlich Material abbekommen hier. Denn wenn wir sie später einpflanzen, dann doch mal, ich würde sagen, in einer Vielzahl in dem Sinne. Ne? Nicht so zwei Stück oder ein Stück oder drei Stück oder so, sondern richtig, komm, einen ganz großen Haufen rein. Damit man von Anfang an dann später auch eine ordentliche, buschige Pflanze am Wachsen hat. Ne? Ansonsten muss man das ab und zu mal wieder zurückschneiden. Dann verzweigen die sich auch und dann geht das auch. Ne? Aber so hat man dann doch von vornherein tatsächlich viel schneller einen Erfolg in dem Sinne. Auch das macht Spaß. Das ist eine schöne Sache. Gut, okay. Das mache ich mal just zu Ende hier rundherum. Und dann schauen wir uns das Ganze auch etwas näher an von oben. Denn im oberen Bereich sieht man, wie sich das wunderschön verzweigt. Ne? Im unteren Bereich eher weniger, die wachsen so lang runter. Verzweigen sich mit der Zeit auch ein bisschen, aber nicht wirklich viel. Und von daher geschieht das Ganze hier oben drin. Und das schauen wir uns gleich mal gemeinsam an. Aber erstmal schneide ich rundherum noch ein paar Stücke weg hier, damit wir ordentlich Material haben und schönen Schnitt, schöne Frisur in dem Sinne wieder haben.
Natürlicherweise werden wir auch einen kleinen Versuch machen. Das heißt, ich werde die Geschichte hier einfach mal mit Wasser befüllen und mal gucken, wie sie darauf reagieren. Wenn es tragisch wird, ist nicht so schlimm. Machen wir einfach einen neuen Versuch in dem Sinne. Allerdings dann nicht mehr so, logischerweise. Ne? Mal gucken, ob das so funktioniert. Man sollte sie an und für sich antrocknen lassen, das heißt die Schnittstellen. Wenn man sie jetzt in die Erde steckt als Steckling in dem Sinne, ganz klarer Fall. Inwieweit sich das jetzt im mineralischen Substrat verhält, das weiß ich nicht. Ich werde sie auf jeden Fall ein bisschen antrocknen lassen, sodass die Schnittstelle also nicht mehr feucht ist. Und werde dann einen Teil davon auch ins mineralische Substrat direkt hineinsetzen. Und den restlichen Teil, die andere Hälfte in dem Sinne, lassen wir dann erst noch etwas länger liegen und werden die dann später nochmal in dem Sinne ins mineralische Substrat überführen. Weil wir alles ins mineralische Substrat überführen und auch Sukkulente darin wachsen können. Bewurzeln müssen wir gucken, inwieweit das funktioniert. Werden wir auf jeden Fall im Laufe der nächsten Zeit mitnehmen dürfen. Siehst du wohl, ne? Mal gucken, ob das so klappt. Da bin ich mal gespannt, weil hier kann man dann dementsprechend das Ganze auch wieder schön beobachten. Okay. Es kann weitergehen. Ich wurde gerade erstmal gefüttert. So, pass mal auf, die Abschnitte haben wir. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie das dann da weitergeht. So, schaut die Pflanze jetzt aus. Hier kann man sehr schön sehen, dass sie sich also tatsächlich auch verzweigen kann in dem Sinne. Insbesondere im oberen Bereich. Auch hier sieht man das sehr schön. Allerdings ist hier ein Trieb, sehe ich gerade, und zwar der hier. Der ist ein bisschen labberig. Da muss ich gleich mal gucken, ob der abgeknickt ist oder so. Kann ja mal passieren. Ich denke mal, das wird wohl auch so sein. Ja, ansonsten weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich gießen soll oder nicht. Also ich brauche tatsächlich einen Seramis-Gießanzeiger hier drin, denn ansonsten ist das immer ein Ratespiel. Und das ist, kann tatsächlich fatale Folgen haben. Das ist mir dann ein bisschen zu riskant. Also ich werde sie nicht gießen. Ich fühle wohl mit dem Finger rein, habe ich vorhin auch gemacht. Das ist innen drin noch feucht und von daher warte ich da auf jeden Fall noch mit, weil der Topf auch relativ groß ist. Ne? Von daher müssen wir da schon ein bisschen vorsichtig sein. Okay. So, dann gucken wir mal etwas genauer hin. Hier vorne bei dem einen Trieb, der halt, ist das der hier? Ja doch, hier ist auch ein Labbriger dran. Der ist hier halt, in die Kamera gucken. Eben gucken, ob der ab ist schon vielleicht sogar. Ja, der ist ab, siehst du wohl, ne? Also der ist definitiv schon mal verfault. Also da muss man wirklich aufpassen, ne? Das kann dann ratzfatz passieren, wenn die tatsächlich zu feucht stehen. Ich versuche mal gerade jetzt das Desaster hier herauszubekommen. Mal gucken, wie das so einfach gelingt hier. Denn der muss ja weg, ne? Das ist so ein. So, siehst du wohl. Ah, okay. Also, der Strang hier, der ist tatsächlich dröge. Das heißt aber, ist trocken ist er noch nicht, ne? Ist halt ein bisschen schlapp. Das heißt, ich werde mal die Faultstelle hier wegschneiden und das Ganze dann auch ins Wasserglas stellen. Mal gucken, ob das vielleicht noch bewurzelt, weil wäre ganz schick, ne? Ansonsten, wenn es klappen würde. So, düngen weiß ich noch nicht. Wir werden erstmal verhalten düngen, ganz klarer Fall. Im nächsten Gießschritt. Wir müssten ihn auch eigentlich durchspülen, Mensch, mal nachzumessen. Das Problem ist halt nur hier bei diesem Topf, guck mal eben. Oder ist das ja, warte mal, ich gucke mal runter. Ja, die Löcher sind hier, aber das kann man jetzt nicht sehen, ganz tief hier unten drin. Ne? Das heißt, da muss ich mir was überlegen, aber das dürfte auch nicht so schwierig werden. Nee, pass mal auf, wir werden es doch machen. Ich werde ihn jetzt gießen und düngen bei 500 Mikrosiemens. Wir lassen das auch durchlaufen und dann saugen wir das Wasser wieder raus. Ne? Nicht mit dem Mund, weiß Bescheid. Man muss sich ja nur zu helfen wissen, ne? Pass mal auf. Ich habe mir einfach hier angehangen und dann gießen wir jetzt einfach mal das Wasser hier durch. Gut, das heißt aber im Klartext, müssen wirklich gleich das Ganze dann dementsprechend wieder heraussaugen, dass zwar die Erde noch feucht ist in dem Sinne, ne, aber das Überschüssige halt dann wieder rauskommt aus der Erde hier, denn die dürfen nicht nass stehen. So, das sollte schon ausreichend sein. Und dann wollen wir mal gucken, was wir gleich da drin messen können in dem Sinne. Pass mal auf. Da vorne. Da vorne. Ach, das ging doch jetzt recht gut, muss ich sagen. Ne? Das ging doch recht gut. So, wir haben hier drin 2350 Mikrosiemens. Das heißt, wir werden jetzt nicht mehr düngen in dem Sinne. Das ist ein ziemlich hoher Wert. Ich habe aber bei manchen Sukkulenten auch schon erfahren, dass Starkzehrer dabei sind, wie die Wüstenrosen beispielsweise. Von daher. Halt mal auf, ich werde noch ein bisschen durchspülen mit der 500er Düngerlösung hier in dem Sinne, wie wir das kennen. Ne?
um gegebenenfalls noch ein bisschen Überschuss hier rauszuholen. Denn wir wissen ja, dass Salze dann gelöst werden im Wasser und dann halt auch mit herausgespült. Boah, Jesus Maria, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Hast du das gesehen? Boah, ich dachte schon, jetzt kommt die Decke runter hier, du. Ja, es kommt, weil da oben eine Kette hängt, ne, oben drunter. Und die hat Kettenglieder und klar, dass die dann sich auch bewegen können, in dem Sinne an dem Haken. So. Was haben wir jetzt noch? Messbar drin. Ach, das macht eigentlich immer am meisten Spaß, ne? Eigentlich, ja. Guck, jetzt sind wir bei 2200. Pass mal auf. Ich werde noch einmal durchspülen. Wo habe ich da jetzt? Ach, den Bild habe ich jetzt hier stehen. Haha, lol. Da hatte ich ja vorhin die anderen Sachen draufstehen. Wow. Pass mal auf. Komme ich einmal kurz hier ins Bilde und kippe euch das mal auf den Tisch, ne? Weiß Bescheid. So, und dann spüle ich das nochmal durch. Wenn wir schon dabei sind, dann machen wir es auch richtig, ne? Weil der Wert ist mir doch jetzt ein bisschen arg hoch. 1000 wäre vielleicht okay, ne? Aber 3000, 2000 ist schon ziemlich... ziemlich heftig. Man weiß auch nicht, wie hier gegossen und gedüngt wurde. Ne? Von daher sind wir dann doch hier auf der sicheren Seite. Und das mit der Wasserheraussaugung ist auch nicht so schwierig. Das werden wir gleich auch noch mal kurz gemeinsam machen. Aber bevor wir das machen, machen wir gleich erstmal was anderes. Ne? Dass wir mal ein bisschen durchatmen können hier. So, kräftig durchspülen das Ganze. Dann kriegen wir das auch wieder cleaner in dem Sinne. So, ist der Pott gleich voll hier. Das haben wir jetzt hier drin. Nur noch 2500. Alter Schwede, da ist aber Haufen drin, du. Ich sag's dir. Das heißt, ich werde es gleich nochmal durchspülen. Aber wie gesagt, jetzt ist immer Feierabend hier. Wollen wir mal was anderes angucken. Ach so, eins noch. Ne, machen wir gleich. Dann machen wir damit gleich weiter. Anschließend, nicht gleich, sondern anschließend. Okay. Die Leuchterblume tanzt hier im Winde. Das ist so schön. Pass auf. So, dann gucken wir ein paar kleine Sachen heute an. Einmal kurz die Banane. Sie bekommt jetzt tatsächlich schon wieder neues Blatt. Ich habe schon wieder welche abgeschnitten. Hier kann man das sehr schön sehen. Schiebt sich also hier langsam heraus. Die Monstera möchte ich heute unbedingt zeigen, dass wir auch ein Update von haben. Manchmal weiß ich gar nicht, ob ich schon gezeigt habe oder nicht, weil ich halt auf Instagram zwischendurch auch was zeige. So, das neue Blatt entrollt sich. Richtig schick. Kriegt auch mehrere Schlitze dieses Mal. Dann gucken wir uns jetzt mal den Topf an, wie das hier ausschaut. Ich hoffe, ich kriege es jetzt mit der Kamera so drauf. Handy ist das ein bisschen einfacher. So, da oben sind Wurzeln, da unten sind Wurzeln. Gegenüberliegend sind die meisten Wurzeln interessanterweise. Ich versuche es einfach mal. Mal gucken, ob ich das jetzt so hinbekomme. Da ist eine kleine Wurzel. Da sind große Wurzeln. Kriege ich das noch weiter rum? Warte mal, ich versuche es einfach mal. Boah, das ist jetzt gerade gar nicht so einfach, ich sag's dir. Also es sind schon heftig viele Wurzeln hier im Gang auf jeden Fall. Das ist schon, oh, alter Schwede, gar nicht so einfach. Also das ist tatsächlich so weit, dass wir es abnehmen können. In dem Sinne, die Pflanze erstmal abschneiden, beziehungsweise den Trieb. Und dann ist es eine Pflanze. Aber wir warten noch, bis das Blatt hier tatsächlich am Ausreifen ist. Ne? Dass das erstmal kräftig sich entrollen kann. Wobei die Wurzeln eigentlich ausreichen sollten dafür. Aber ne, vorsichtshalber lassen wir die Geschichte einfach noch so erstmal sich weiterentwickeln. Die neue Blüte macht sich wunderschön. Ach, das ist herrlich anzusehen, ne? Unser Weihnachtskaktus. So, die Banane da hinten, das Blatt entrollt sich jetzt. Gehen wir noch einmal kurz hin, durch den Carpock durch, zur Banane. Ach, das ist so herrlich anzusehen, aber hier muss ich jetzt auch mal ein paar Blätter abnehmen, weil das ist doch schon ziemlich heftig. Na, wohl hier geht es eigentlich noch. Vielleicht mal eins abnehmen, mal gucken, dass mir das nicht zu viel wird hier auf Dauer. Das, also nicht, dass das Ganze hier zuwächst, nur mit Banane, ne? Sonst ist das ja auch Banane. Wenn du nur Banane hast, ist dann ordentlich, ne? Läuft aber insgesamt recht gut, muss ich sagen. Auch mit der Mango hier und hier die Tamarinde, die hier im Winde tanzt. Ja, auch die macht sich richtig kräftig. Mal auf, hier steht noch eine Alocasia hinter. Polly, die bekommt da tatsächlich jetzt ein neues Blatt. Die steht hier an der Heizung übrigens, ne, dass wir das auch mal so mitverfolgen können, was wie funktioniert oder nicht funktioniert. Ne? Wenn man erstmal so ein paar Pflanzen hat, dann kann man die auch mal hier hinstellen und mal da hinstellen, um mal zu gucken, wie das dann so läuft. Dann müsste ich eigentlich mal stäben langsam, meine Güte. Alter Falter. So, komm, dann leg du dich da mal wieder hin. Bist du erstmal ein bisschen geschützt. Dann kommen wir kurz zu der Monkey Mask hier. Monstera, die stand hinten an der Heizung. Das hat er nicht so gefallen. Pass auf,
Das Blatt ist da herausgewachsen und da war Schluss. So ein bisschen knusprig hier. Das war nicht so der Burner. Dann habe ich es hier hingestellt. Das ist ja noch gar nicht lange her. Müsste ich lügen. 3 Wochen ungefähr. Maximal 3 Wochen. Und das Stück ist da rausgewachsen jetzt in der Zeit hier. Das wächst dann von der Heizung entfernt tatsächlich enormst besser. Definitiv. Also die mögen keine Heizungsluft, das ist nichts. Also so nah an der Heizung in dem Sinne. Ne? Heizungsluft ist ja auch im Raum, von daher ist das jetzt nicht so wild. So, die wächst auch heftig. Alter Schwede, ey. Das ist so der Burner. Den Topf kann man schon gar nicht mehr sehen hier. So, das kurz dazu. Dann gucken wir nochmal kurz die Orchidee an, dass wir sehen können, wie es ihr geht. Es geht ja immer noch gut. Ne? Von daher läuft das hier auch in der Selbstbewässerung. Tatsächlich genial. Das werden wir auch weiter beobachten. Ganz klarer Fall. Ah, Diabetes, klar, logisch, ne? Wie alle anderen Sachen auch natürlich, aber ganz klarer Fall. So, die Juwelorchidee fängt an zu blühen. Wunderschön. Macht sich jetzt neben der anderen natürlich nicht so schön, ne? Weil die fällt dann nicht so wirklich auf, wenn die da hinten so klein blütig in dem Sinne vor sich hin wächst. Und von daher gehen wir einfach mal kurz hin. Jetzt zeige ich es euch mal etwas näher, weil es ist hier nun mal eine hübsche. Ne? Von daher wollen wir ihr jetzt mal. Eigentlich müsste ich dich abdecken so lange, weißt du das? Du bist einfach zu schön. Du raubst hier die ganze Show, weißt du das? Die ganze Show. So, die Substratoberfläche ist noch feucht, die glänzt noch, das ist soweit okay. So, mal gucken, ob wir das jetzt so hinbekommen. Warte mal auf, ich zoome erstmal hier ran. So, und dann gehen wir mal hier oben hin. Pass mal auf, gucke mal, wie wunderschön die sind. Ne? Richtig schick. Klein, aber fein. Die Juwel-Orchidee war, schätze ich mal, richtig scharf, bitte hier. Siehst du wohl. Ja, und die anderen kommen dann auch bald. Hier ist ja noch eine. Und hier ist noch eine. Okay, dass wir das auch mal kurz gesehen haben hier in dem Schiffchen. Sieht im Wasserstand aus. Ist noch okay. Ist noch ein bisschen drin. Mehr braucht er nicht. Von daher ist er soweit ganz okay. So, siehst du wohl, haben wir kurz was anderes gesehen hier. Spinnbilben nach wie vor sind immer noch vorhanden. Ich habe jetzt allerdings sie auch belassen. Denn ich habe einen Versuch habe ich schon gemacht, da habe ich fast einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt noch einen anderen Versuch gemacht, aber da erzähle ich erst etwas dazu, wenn es dann dementsprechend soweit ist. Das wurde in meinem Kommentar mal gesagt, dass ich das vielleicht mal ausprobieren sollte. Ich habe es ausprobiert, erstmal nur teilweise, um zu gucken, wie die Pflanzen darauf reagieren und dann nur mal gucken. Wenn es gelingt, dann wäre das natürlich eine coole Sache. Aber dazu sage ich jetzt noch nichts, sonst wird es ein bisschen zu viel auf einmal. Ne? Okay. Der Farn steht immer noch in der Dusche, glaubst du es nicht, ne? Ja, er ist immer noch in Quarantäne hier. So, ich habe schon zweimal eingespült gehabt, glaube ich, ja. Zweimal geduscht und er steht immer noch hier und ich habe gerade mal geguckt und... Ja, was soll ich sagen? Steht nicht scharf. Sie sind immer noch da. Also das ist, also irgendwie werde ich die nicht so wirklich los. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hinbekommen, weil das ist... Ich werde die Pflanze nicht bei mir in den Raum stellen, solange ich die Biester hier nicht los bin. Das ist mir einfach zu riskant. Und mit ölhaltigen Mitteln möchte ich es jetzt auch nicht einsprühen. Zack, so, da ist die schon mal weg hier. Ja, so ist das. Es ist nur vereinzelt. Das war auch dieses Mal nur eine. Also ich habe jetzt schon die ganze Zeit geguckt hier und geguckt und geguckt und gedreht und gedreht. Und dann habe ich eine gefunden. Es ist aber auch nur so, das Ganze ist ja unten hier sehr stark verwurstelt. Ne? Und da können die sich natürlich auch drin verkriechen, ganz klarer Fall. Von daher ist das hier in der Handhabung gar nicht so einfach, bin ich mal ganz ehrlich. Ne? Also, aber ich bin nach wie vor, wie gesagt, vorsichtig, denn es ist mir einfach zu riskant, sie mir ins Zimmer zu hängen. Aber ich möchte sie nicht überall haben. Ja, ist so. Ich weiß jetzt auch nicht so richtig weiter, muss ich ehrlich sagen. Und mal gucken. Ich werde jetzt noch mal ein anderes Spray besorgen, voraussichtlich dieses Fliegenspray auf Chrysanthemenbasis. Und das damit dann nochmal versuchen. Aber es ist sowieso schwierig, weil wie gesagt, das ist so verwurstelt da unten drin. Ne? Das so hinzubekommen, dass alles weg ist, ist gar nicht so einfach. Da hilft eigentlich nur eine Quarantäne, so wie wir es jetzt handhaben. Und immer wieder mal behandeln und das Ganze duschen dann wieder, damit die Pflanze auch nicht leidet unter den Mitteln. Da muss man natürlich auch aufpassen, ganz klarer Fall. Das ist schon auch ein bisschen ärgerlich. Ne? Da findest du was richtig Schickes und dann... ne? Wie gesagt, war jetzt wirklich nur eine einzige, ey. Das ist aber auch... Ich sehe jetzt nichts weiter. Und wie gesagt, die könnt ihr auch unten irgendwo drin sitzen. Das ist so. Machst du nichts. Okay, müssen wir mal gucken, wie wir damit weitermachen.
Der andere Farn steht nach wie vor dort hinten. Der kann auch stehen bleiben. So, die Alocasia Polly, die hat ja diese Fruchtansätze gehabt. In dem Sinne ist aber nichts geboren. Die eine ist komplett vertrocknet, da ist gar nichts mehr von da hier. Die andere ist noch Matsche. Ich habe gerade das obere Teil schon mal abgezupft. Da ist noch was drin. Da werde ich gleich mal genauer nachsehen. Ja, keine Ahnung, warum das jetzt so ist. Aber ich werde sie voraussichtlich dann auch bald umtopfen, dass sie auch ins mineralische Substrat auf jeden Fall kommt. So, die Alocasia Lauterbachiana bekommt ein neues Blättchen hier. Wunderhübsch. Also hier sind die Spinnmilben auch weg. Ne? Ich habe jetzt etliche Male geguckt und geguckt und geguckt und nichts mehr gefunden. Die Bananen irgendwie. Ja, das sind wohl so Highlight für die Spinnmilben, keine Ahnung. Auch hier die Monstera Monkey Mask, die macht sich wirklich richtig gut hier drin. Das ist also genial anzusehen, dass sie hier mit dabei wächst. Ne? So, dann gucken wir uns das eine Blatt an. Das ist nämlich jetzt tatsächlich komplett hin. Das können wir dann einfach abziehen, ne? Siehst du wohl. Das klappt genial. Dann können wir auch das mit abmachen gleich hier. So, 1000 Mikrosiemens. Wollen wir mal gucken, wie es damit weiterläuft. Auf jeden Fall sind das auch Starkzehrer. Ja, und die anderen nach wie vor richtig schick. Die neuen Blätter, die hier rauswachsen, sehen richtig gut aus. Auch bei der hier, bei der Calathea. Ja, das läuft richtig gut jetzt hier. Nein, wir gehen jetzt nicht baden. Pass mal auf. Wir werden jetzt gucken, dass wir Wasser hier rauskriegen. Es sind jetzt immer noch 2700 Mikrosiemens hier drin. Ah, ist schon heftig, ne? Alter Schwede. So, okay. Wie kriegen wir das Wasser jetzt da raus? Bei Gelegenheit werde ich voraussichtlich unter den Topf hier ein paar Löcher reinbohren, dass es dann einfacher wird, weil jetzt sind halt innen drin ist so ein großes Loch und da drin sind die Löcher. Ein bisschen blöd gemacht irgendwie, ne? Das soll wahrscheinlich dafür da sein, dass dann gegebenenfalls noch Wasserreservoir in dem Sinne unten drin ist und das ganze Wasser nicht rausläuft, aber bei Sukkulenten eigentlich nicht so das Ding. Ne? So, ich muss mal gucken, wie groß das Loch ist. Ja, das müsste so ungefähr gehen. Warte mal, ich werde es einfach mal versuchen jetzt. Jetzt hängt er ja noch und jetzt kann ja nicht viel passieren ja eigentlich. Ne? So, hör auf, dann hänge ich den einfach mal hier drunter, drücke den da richtig schön rein. Gegebenenfalls werde ich hier noch was drunter legen. Genau, da legen wir jetzt noch was drunter. Mal auf, damit das schön straff da drin sitzt. Gegebenenfalls könnte man es auch hinstellen. Das Problem ist halt nur, dass er mir dann runterfallen könnte. Ne? Das wäre dann nicht so der Burner. Pass mal auf, kriegen wir das jetzt so hin, wie ich mir das vorstelle? Hallo? Okay. So, ich lasse ihn jetzt so stehen. Er hat jetzt Kontakt unten zu den Löchern. Und dann sollte sich das Wasser hier raussaugen. Und besser wäre es eigentlich, wenn das hier unten ein bisschen breiter wäre. Dann könnte man das besser irgendwo drauflegen. Da muss ich mir was anderes überlegen. Also das mit dem Pöttchen, das reicht noch nicht hier. Das ist noch nicht so der Burner. Das ist noch nicht so der Burner. Pass mal auf, wie kriegen wir das jetzt hin? Aber warte mal. Ist doch gut, wenn man so ein paar Sachen rumstehen hat, ne? Pass mal auf. Nimm mal das Schätzchen doch mal. Das müsste doch hier drunter passen. Ja, siehst du wohl. Dass er mir nicht runterfällt. Ist schon pitschnass. Also das läuft schon mal, pass mal auf. Dann hebe ich den nochmal an hier. Aufpassen, dass ich mich nicht raushänge, ne? Weil der hängt ja hier am Haken. Jetzt zupfe ich mir sogar ein paar Blätter ab, ist natürlich nicht gewollt. So, so machen, dass er also wirklich aufsteht, dass er Druck hat. Ja, hat er. Oh, jetzt steht er, wie siehst du hier? Der Haken ist ab. Alter Schwede, ich hoffe, ich hätte ihn jetzt losgelassen. Dann würde er aber sonst wohin gehen, machst du Bescheid? Das wäre natürlich nicht so gut, ne? So, ist jetzt ein bisschen Formelei, das muss ich irgendwie technisch noch ein bisschen verbessern. Wie gesagt, am besten bohre ich hier unten ein paar Löcher rein. Dann kann ich den direkt aufs Handtuch stellen und dann wird das Wasser rausgesogen. Ist dann einfacher, ne? Aber auf die Art und Weise läuft es auf jeden Fall. Jetzt muss ich den allerdings hier stehen lassen, ne? Weißt Bescheid. So ist das. Aber so kriegen wir das überschüssige Wasser auf jeden Fall raus. Und das ist natürlich das Allerbeste. Gerade bei den Sukkulenten, ne? Weiß Bescheid. So, dann muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache, wie ich die anderen Sachen zeige, weil jetzt habe ich das Ding hier angebaut. Moment. Kommen wir weiter zur Vermehrung. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt auch zum Ausprobieren, ne? Pass mal auf, ich habe jetzt eins überlegt, den Bereich hier, den werden wir einfach mal wegnehmen. Das Ganze liegt jetzt etwa 2,5 Stunden, 3 Stunden, also sind angetrocknet, von daher ist das soweit okay. So, die anderen, die werde ich einfach hier so belassen. Ich werde das Ganze abdecken. Die Schnittstellen sind unten hier, ne? Und nicht im Zeber, also nicht in der Feuchtigkeit. Ich habe nämlich ein bisschen Angst dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das sind so dünne, filigrane Dinger, dass sie mir komplett vertrocknen. Ne? Also das, da bin ich jetzt doch ein bisschen vorsichtig und mache das so nach, so wie ich mir das vorstelle, weißt du? So wie ich das immer mache. Ne? Das heißt, wir werden also die Pflänzchen selber hier schön nass machen. Und dann können die Schnittstellen hier trocknen von mir aus in Ruhe. Und dann können wir die übergebener Zeit dann dementsprechend einstecken in dem Sinne. So, damit sie mir hier nicht vertrocknen, weil das wäre nämlich nicht so gut. Ne?
Das wäre nicht so gut, von daher machen wir es einfach mal auf die Art und Weise. Lassen Sie jetzt tatsächlich liegen. Laut Internet sollte man die eine ganze Woche liegen lassen. Hätte ich jetzt ein bisschen Bammel vor. Also ich, die hier, die würde ich also nicht eine Woche liegen lassen. Dann hast du nämlich, dann sind sie trocken. Die sind einfach viel zu dünn. Die kann man doch nicht eine Woche liegen lassen. Das geht doch nicht. Ding der Unmöglichkeit. So, also sie sind angetrocknet und die werden wir jetzt sofort weiter vorbereiten. Okay. Ich sag's ja, du, auch hier gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten. Ich mache es jetzt so einfach, wie ich mir das Experiment vorstelle. Ne? Becherchen mit Löcherchen, ganz wichtig, damit was abzugeben ist. Und dort werden wir sie jetzt einfach hinein stecken in dem Sinne. Ich werde sie alle beieinander setzen, hier ungefähr, ich würde sagen so 3 cm. Pi mal Daumen, 3 cm ungefähr. Ne? Und werde sie einfach jetzt hier hineinsetzen, in dem Sinne stecken. Siehst du wohl, klappt doch wunderbar. War doch einfacher als gedacht. So, dann spülen wir das Ganze jetzt einmal durch. Okay, komm, ich mache es jetzt hier drauf, ist egal, muss ich alles wieder sauber machen. So ist das, das gehört eben auch dazu. Ne? Grundsätzlich müssen wir durchspülen, das machen wir immer. Ganz wichtig, um halt Inhaltsstoffe herauszubekommen, die Pflanzen vielleicht gar nicht mögen oder auch zu viel sind gegebenenfalls. Spülen wir das Ganze einmal durch. So. Und dann kommt das Ganze jetzt hier in den Untersetzer, in dem Sinne, ne, in anderen Becher sind keine Löcher drin, logischerweise. Und das befüllen wir dann, jetzt gibt er mir gleich um hier, befüllen wir dann auch nochmal mit Wasser, so lange bis das ganze Substrat unten von dem anderen Becher etwas drin steht, ne, dass also immer Wasser gesogen werden kann in dem Sinne. Wie gesagt, das ist jetzt mineralisches Substrat, da darf das ruhig sein, in der Regel zumindest. Ne? Das werden wir auch hier erleben, ob das dann tatsächlich so gegeben ist. Wir achten allerdings darauf, dass die Pflanzen selber nicht unbedingt im Wasser stehen, wobei das dann ja im Prinzip genauso ist, als würden wir sie im Wasser bewurzeln lassen, nur dass sie hier gleich ins mineralische Substrat in dem Sinne einwachsen können. Also, wollen wir mal gucken, wie das dann damit so funktioniert. Schau mal an, das Wasser wird gut rausgesogen von dem Handtuch. Das siehst du, weil das jetzt schon dunkelgelb ist da oben. Ne? Das wird tatsächlich rausgesogen. Coole Sache. So, das ist jetzt mein dritter Versuch hier. Deswegen habe ich das jetzt so einfach hingestellt, weil ich habe die Faxen dicke. Ich habe jetzt schon zweimal ohne Ton aufgenommen. Einmal war der Akku alle, habe ich vergessen, ihn anzuschalten. So ist das. So, Olivenbäumchen hier als Steckling. Auch im mineralischen Substrat einfach reingesteckt, offen stehen lassen unter sehr starker Beleuchtung. Dieses Mal, um mal zu testen, wie das so funktioniert. Deswegen entwickelt sich da auch schon grün. Ja, ist er an? Ja, ist an. Ja, da entwickelt sich schon grün. Bedingt dadurch, dass das Licht von da kommt, also sehr stark ist. Ist nicht so tragisch. Immer gucken, wie das so weit dann funktioniert. So, in dem Zuge zeige ich euch dann den anderen. Das ist der hier. Den haben wir von dem Robby zugeschickt bekommen. Der ist noch recht klein, hat auch noch keine Wurzeln. Das Schätzchen werde ich jetzt allerdings abdecken, weil der ist mir zu klein. Und der Stiel ist auch zu dünn. Und wenn der jetzt an eine trockene Luft kommt, dann kann der recht schnell vertrocknen. Das Ganze steht hier übrigens im Sphagnummoos. Ne? Ich habe es noch ein bisschen angefeuchtet, nicht nass, also nicht so, dass es schwimmt, sondern dass es nass ist. Und dann unterstütze ich das halt dadurch, dass ich das jetzt abschließe. Ab und zu mal lüften, damit er mir nicht vertrocknet hier drin. Nämlich das wäre sehr fatal. So, und dann sehen wir noch ein Pöttchen da hinten stehen, und zwar das hier. Da würde ich jetzt auch mal Bilder einblenden zwischendurch wahrscheinlich. Ich weiß selber noch nicht, muss ich mal gucken, wie ich das mache. Das Ganze ist vom 9.12.2020. Hier haben wir die Paprika zur Aussaat gebracht, die runde. Bei der Spitze hat sich noch nichts getan. Aber hier ist tatsächlich schon ein Sämling gekeimt nach 3 Tagen. Nicht vergessen, aus der frischen Frucht direkt zur Aussaat gebracht. Das Ganze war abgedeckt bis heute. Den Sämling habe ich jetzt noch mal etwas bedeckt, so dass die Wurzeln Kontakt zum Substrat wieder haben und Feuchtigkeit ziehen können. Ich werde das Ganze jetzt offen lassen, damit die Pflanzen, wenn sie herauswachsen, also die Sämlinge, nicht zu lange an der feuchten Luft sind und die Wurzeln nach oben bringen im Prinzip und dann hinterher trocken werden können. Von daher haben wir das jetzt so gehandhabt, dass wir das einfach etwas nochmal abgedeckt haben und dementsprechend angefeuchtet. Und auch hier zieht das Wasser selbstständig nach oben, bedingt dadurch, dass wir hier also Wasserreservoir drin gegeben haben und es bleibt also immer schön feucht. Bleibt jetzt aber, wie gesagt, erstmal offen stehen. Da kann man sich auch bei sich selber ärgern. Glaubst du das? Ey, das habe ich zweimal gefilmt und nicht einen Ton angehabt. Er ist nicht zu fassen. So, also das mit dem Handtuch läuft wunderbar. Das ist richtig pitschepatsche nass hier. Also es ist ganz wichtig, dass das Wasser wieder rauskommt. Ganz klarer Fall. Ansonsten, ne, Wurzelfäule ist nicht so. Der Burner auf die Art und Weise läuft da schon mal. Kann man umwandeln, ganz klarer Fall. So, dann die Stecklinge jetzt. Mal gucken, wie die sich entwickeln werden.
Interessanterweise, die jetzt hier im Wasser stehen, die schlagen lauter Luftblasen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Das sehe ich heute tatsächlich das erste Mal. Hier, wie gesagt, im Osmosewasser. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass so extrem Luftblasen sich entwickeln. Was das zu bedeuten hat, kann ich jetzt nicht sagen. Irgendwie geben die Pflanzen irgendwas ab. Die atmen. Ja, aber was genau was jetzt los ist, keine Ahnung. Okay, nehme ich so mit. Erste Mal, wie gesagt, dann jetzt hier die Abschnitte, die wir jetzt hier im Zeber liegen haben. Wie gesagt, die Schnittstellen, die sind jetzt offen, die können abtrocknen. Was kann hier gegebenenfalls passieren? Es könnte durchaus sein, je nachdem, wie lange wir das drin lassen, dass sich tatsächlich hier drin Wurzeln entwickeln. Wäre vielleicht auch eine interessante Geschichte. Ich meine, wir haben jetzt zwei Versuche im Prinzip, einmal direkt im Wasser, einmal im mineralischen Substrat, im Wasser stehend im Prinzip. Vielleicht belassen wir das einfach mal so und lassen die sich da so entwickeln in dem Sinne. Wäre vielleicht eine coole Sache, das mal mit zu verfolgen. So. Dann kommen wir jetzt zu dem Brief. Yippie-yay. So, pass mal auf. Boah, ich bin jetzt so alle. Ich wollte unbedingt fertig werden. Ist ja meist so, wenn du unbedingt fertig werden willst, und dann passiert immer irgendwas. Das ist so, ne? Oh, ich sag's dir, und dann noch zweimal hintereinander. Wir haben schon nach drei jetzt und ich wollte eigentlich um 3 Uhr komplett fertig sein mit allem. Ah, das ist so wohl. Ich bin so müde, mir brennen die Beine und hast du nicht gesehen. Ich bin so alle jetzt hier. So, bevor ich mir irgendwas kaputt schneide, gucke ich da mal eben rein. Das ist nämlich ein etwas dickerer Briefumschlag. Aufpassen, ich darf irgendwas kaputt machen hier. Oh, ich sag's dir, ich bin alle, aber richtig alle. Jesus und Maria. Du. Und dann passiert ja noch so ein Missgeschick, dass man sich über sich selber ärgert. Ne? So ist das. So, oh ja, ein schöner Brief, pass mal auf. Also, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Lass uns überraschen, wie das mit der, ich lese es wieder ab, Lepismium bolivianum. Hallo Herr Römisch, zuerst wünsche ich Ihnen und Ihrer Familie Gesundheit und eine möglichst stressfreie Adventszeit. Und dann möchte ich noch, oh mein Gott, Schreibschrift ist ein bisschen schwierig zu lesen manchmal, ne? Möchte ich mich noch bedanken dafür, dass es Ihre Videos gibt. Durch diese, besser gesagt durch die Kommentare darunter, habe ich ein bisschen meinen Zwillingsbruder zurück. Durch seinen Autismus und eine Psychose. Mir gegenüber möchte er nichts mehr von mir wissen. Allerdings ist es als Pflanzenkumpel auf YouTube unterwegs und hat einen Kommentar hinterlassen. Der Wortlaut und weil er früher immer Kumpel gesagt hat, haben mich aufhorchen und auf den Kanal blicken lassen. Meine Güte. Und was soll ich sagen? Jetzt kann ich wenigstens so etwas an seinem Leben teilhaben und seine Stimme hören, wenn mir danach ist. In einigen der ersten Videos spricht er sie sogar direkt persönlich an. Was euch Ideen angeht, sind sie ein absolutes Vorbild. Also danke, kommen Sie gesund ins neue Jahr und eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht Katharina. Ja, ganz herzlichen Dank, Katharina. Sorry, dass ich das jetzt so gebrochen gelesen habe. Manchmal ist das nicht so einfach, wenn das in Schreibschrift geschrieben ist. Ne? Von daher, ganz herzlichen Dank für die lieben Worte. So, meine Lieben, wir haben es geschafft, beziehungsweise leider ist der Film jetzt schon wieder zu Ende. Aber morgen geht es nicht aber. Morgen geht es weiter hier im Kanal. Frisch und fröhlich dann. Also, wenn du morgens wach bist, du hast so ein Elan. Ne? Erstmal guckst du Pflanzen an, gießt, guckst, was gemacht werden muss, was wichtig ist. Also, dann schon mal 2-3 Stunden rum und dann fängst du an zu arbeiten. Also ich dann in dem Sinne. Ne? Und dann vergeht so schnell die Zeit beim Filmen, dass man manchmal denkt, also man hätte 5 Stunden Film gemacht. Dabei ist es vielleicht eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde maximal in dem Sinne. Aber das ist schon interessant, was da, am Ende, bei rauskommt, bei dem, was man während diesen Stunden gemacht hat, das ist immer wieder erstaunlich. Von daher gucke ich mir selber auch morgens tatsächlich meine Filme dann, oder den neuen Film dann dementsprechend erstmal an, bevor ich dann in dem Sinne den neuen Film mache, ne? Um auch mal zu gucken, wie das so auf dem Bildschirm rüberkommt. Dann, ne? Ist dann noch wesentlich interessanter.
Vor allem kann man dann auch schon mal die ersten Kommentare lesen und so. Das ist schon eine ganz schöne Sache. So, meine Lieben, oh, ich bin so alle. Yippie-yay. Aber ist eine mega hübsche. Eine richtig hübsche Frisur hat sie. Sieht cool aus und von daher. Ja, wollen wir mal gucken, wie sie sich entwickeln wird. Sie wird voraussichtlich sehr viel Licht benötigen. Da gehe ich zumindest schon mal von aus. Also sie kann man nicht irgendwo in eine dunkle Ecke hängen. Das geht auf keinen Fall. Ja, gut. Wir haben ja Zusatzbeleuchtung, von daher finde ich da schon eine passende Ecke auf jeden Fall. Okay. Yippie-yay.